Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu Genau. unserer neuesten Podcast-Episode. Heute haben wir die Agatha AG, Agatha zu Gast und natürlich die Jenny hier. Wir haben uns zur Aufgabe genommen oder gemacht, heute ein bisschen über das Thema Rassismus zu sprechen. Ein wichtiges Thema, es wird immer wichtiger, auch wenn man sieht, 2019 haben sie ja gesagt, wir nehmen jetzt mal die Europawahl einfach als Aufhänger. 2019 war den Menschen wichtig, was das Klima so angeht, ne? Klimapolitik. Und dieses Jahr, wir schnipsen mit dem Finger, war es wichtig, die Europagrenzen zu sichern, ja, zu schützen, die eigene Familie vor Migration. Und ich denke mal, da ist das Thema Rassismus äußerst wichtig. Und was der Macron jetzt macht, der löst sein Parlament auf und will Neuwahlen, weil die Ergebnisse so niederschmetternd waren. Mich wundert es aber nicht. So, es war jetzt nur ein Mini-Mini-Hot Take. Ich gebe mal an euch weiter. Weil ich habe ja noch einiges an Zahlen, Daten und Fakten vorbereitet, hier auf meinem anderen Display. Und da kann man ein paar Zahlen hier noch mit reinstreuen. Na, und ich bin noch ein bisschen erkältet, sorry. Aber Ja, also was war eigentlich der Aufhänger für diesen Podcast? Ja, also Dom hat schon richtig gesagt, mit einem die Wahlen. Dann gab es ja einige Brennpunkte in der Vergangenheit, die entstanden sind. Also in jüngster Vergangenheit, wenn man an das ganze Thema Mannheim zurückdenkt, an diese Messerattacke. Wir kommen alle drei, sage ich mal, von der Nähe von Mannheim. Also Mannheim liegt 20 Kilometer von uns. Und die AGI ist auch noch in einem weiteren Brennpunkt in Leipzig. Die kann vielleicht auch gerade über die Wahlergebnisse von Leipzig mal berichten. Das ist hochspannend, die neuen Bundesländer, ne? Und deswegen haben wir gedacht, wir wollen einfach mal drüber sprechen, weil wir natürlich auch alle drei einen Migrationshintergrund haben. Und ich glaube, wir haben da echt eine ganz gute Meinung und jahrelange Erfahrung zu dem Thema. Aber AGI, Wahlen in Leipzig. Ja, Moment, ich muss da erstmal noch was vorbereiten, da muss ich ja erstmal nachgucken. Aber es war auf jeden Fall eine relativ hohe Wahlbeteiligung von 67% oder so, jetzt aus dem Stegreif. Und ja, also AfD hat auf jeden Fall zugelegt und Grüne und SPD hat auf jeden Fall abgenommen. Es haben aber auch ganz viele andere Parteien auf jeden Fall viel gewonnen. Und ja, also die Linke hat auf jeden Fall im Stadtparlament auch ein paar Stimmen dazu gewonnen. Also es ist. Wird eine echt spannende Zeit. Also mal gucken, was heißt spannende Zeit? Also wir werden sehen. Aber ja, klar, also das ist wirklich AfD, ist natürlich in Sachsen halt echt immer stärker am Werden. Und es ist halt spannend, weil ja auch in jüngster Zeit sehr viele Demos waren, so gegen rechts und so viel Aufrufe und Massenveranstaltungen. Und naja, es zeigt sich halt, ja. Wie hoch Für die mich zeigt AfD. sich halt, dass die Leute bei der AfD, also jeder, der die gewählt hat, der kann sich erstmal direkt löschen. Und was weiß ich, auch der das jetzt hier sieht, ne, diesen Podcast, diese Folge, und sich dann angesprochen fühlt, kann sich auch gerne von der Freundesliste löschen. Mir ist auch scheißegal, weil die Leute kapieren nicht. Ja? Die versprechen dir den Rolls-Royce, am Ende fährst du auch nur Bus. Ne? Die werden nichts besser machen. Ja, Nee. das sind einfach. Ich sage so, wie es ist, rechte Arschlöcher, die unter irgendeinem Schirm sich da verstecken und sagen, weniger Europa, mehr Deutschland und was weiß ich denn. Klar, dass die Regierung, unsere aktuelle, mit der Migrationspolitik voll reingelangt hat, sehe ich genauso. Ne? Die haben das einfach nicht angepackt, genauso wie das Thema damals mit der Zuwanderung in den 60er Jahren nicht richtig behandelt wurde, wo dann auf einmal diese Parallelgesellschaften entstanden sind, wo auch immer die entstanden sind. Hoch, jetzt waren sie auf einmal da, haben sie da genauso viele Fehlentscheidungen getroffen. Aber ganz ehrlich, wer AfD wählt, der hat sich selber abgeschafft. Da braucht auch keiner den Thilo Sarrazin zu zitieren vor einigen Jahren: Deutschland schafft sich ab, ihr schafft euch selber ab. Ja, weil die werden nichts besser machen. Eine Alice Weidel, die kann sich wie oft noch in den Bundestag stellen und mit dem Finger auf die Grünen, auf die SPD und Co. zeigen, die wird nichts besser machen. Ja, die kassiert auch die 11.000 Euro Bonus jeden Monat. Ja, die lacht sich auch ins Fäustchen. Und ja, jetzt sehen wir halt die Sitzverteilung. 96 Sitze wird Deutschland bekommen im Europaparlament. Davon natürlich ein Großteil an die CDU, CSU. Aber dann dürfen auch die kleinen blauen Menschen mitbestimmen, ja, beziehungsweise als Opposition dagegen halten.
Ich finde immer lustig, die Propaganda funktioniert, ne? Also zu Hitlers Zeiten hat es funktioniert und heute funktioniert es auch noch. Schmeißen Parolen in die Ma also paar Parolen in die Masse, die jeder hören will. Und juhu, weg die braune Masse geht auf die Straße. Also es ist echt, Das hat hat für sich mich auch nichts nichts. geändert. Das hat für mich auch nichts mit Protest zu tun. Ah, jetzt, ich bin ein Wutbürger und jetzt wähle ich einfach mal die AfD, damit die SPD, also die aktuelle Ampelregierung, eins vor den Bug geschossen bekommt. Das ist einfach idiotisch. Das spielt nur in die Karten von diesen ganzen Minderbemittelten, ja, die meinen, hier laufen im Recht zu sein. Aber Diskriminierung, Rassismus, egal welche Ausform es hat, ist niemals richtig. Und die stehen halt einfach dafür. Ja. Ich fange jetzt auch nicht an mit diesem Wannsee, keine Ahnung, ja, wo sie gesagt haben, ja, auch die Leute mit dem deutschen Pass, die eingebürgert wurden, dazu zähle ich ja auch, 2007 viel Geld bezahlt für den deutschen Pass. Nicht nur bei den Kroaten, auch die Deutschen haben sich gut die Tasche voll gemacht mit der Einbürgerung. Ja, auch hier soll uns dann Pass dann nachträglich aberkannt werden. Bitte schön, macht das. Ja, schickt mich zurück nach Kroatien. Dort scheint eh mehr die Sonne. Also einfach so viel dazu. Ja, also es ist einfach nur noch Aber das schwachsinnig. ist für mich sowieso total fragwürdig, weil du ja in Speyer geboren bist. Also ich verstehe gar nicht, warum du nicht sofort den deutschen Pass hattest. Bei nix EU und dann war es ja ehemalige Jugoslawien. Da waren ja noch andere Beziehungen noch in den 70er, 80er Jahren mit Deutschland. Und ja, kannst du vergessen. Ja, ich Kannst du bin auch mal vergessen. gespannt. Also ich habe ja doppelte Staatsbürgerschaft. Wow. Bist du privilegiert? Ja, also ich könnte jetzt theoretisch dann auch gleich wieder abhauen, so. Ob es jetzt im Vorteil ist, ist so die Frage. Ja, aber ne, das ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, also ich glaube schon, dass viele Leute da sich gar nicht so bewusst machen. Ja, also jetzt wird sich halt erstmal so zeigen, was halt das alles für Auswirkungen haben wird, ne? Wohl, also ich kann mir schon vorstellen, dass echt viele Leute so, ja, sich da wirklich einfach nur auf diese ganze Nachrichten, keine Ahnung, Propaganda-Gedöns draufgedrückt haben. Und ich meine, diese Attacke da jetzt in Mannheim und so, ja, die hat dem Ganzen ja auch noch in die Karten gespielt, ja, wenn Ja, man so will. Also. definitiv. Fand ich aber auch schwach von der Regierung, dass sich auch ein Kanzler, Herr Scholz, nicht dazu geäußert hat. Und ich denke, das haben die auch, so blöd wie es klingt, rein taktisch gemacht wegen den Wahlen jetzt. Keine Ahnung, warum die nichts gesagt haben. Aber das macht die Leute sauer. Und das verstehe ich halt, ne? Wenn dann am nächsten Tag eine Demo organisiert wird gegen rechts, dann eine Mahnwache gestört wird von diesen Linksversifften, sage ich mal, ja. Wo ist der Respekt vor dem Opfer? Ja? Ob ja, Total. der ja, verrückt. Also, ich, keine Ahnung, also im Gegensatz zu euch beiden ist es ja so, dass ich tatsächlich halb-halb bin. Obwohl ich am ausländischsten von euch beiden jetzt mal wieder aussehe, ist es ja so, dass meine Mutter chinesisch-malaysisch ist. Also das ist sowieso auch schon wieder so ein Thema. Also ich kann noch nicht mal sagen, ich bin malaysisch, sondern die Eltern meiner Mutter sind damals aus China ausgewandert nach Malaysia. Also dort sind die auch Migranten gewesen oder immer noch, ne? Also es sind Chinesen und mein Vater ist halt Deutscher. Ja, also ich bin wirklich halb-halb und bin hier geboren, aber letzten Endes bin ich halt tatsächlich immer der Ausländer, egal wo ich hingehe, egal ob ich hier bin, egal ob ich dort bin. Und das Lustige ist, ich könnte ja gar nirgends anders hin. Also ich fühle mich natürlich als Deutsch, weil ich bin hier geboren. Ich habe die Verbindung zu dem Land hier. Also mir kann kein Pass aberkannt werden oder wie auch immer. Aber letzten Endes werde ich am Ende des Tages wie der letzte Arsch hier behandelt, ja, weil ich halt einfach ausländisch aussehe. Dann kommt noch dazu, dass ich einen richtig deutschen Namen habe. Was natürlich für manche dann erschreckend ist, wenn die nur meinen Namen sehen und sehen dann plötzlich mich, ja. Also, das ist schon so ein Thema, wo ich mir halt sage, darüber muss man halt schon nachdenken, wenn man halt AfD-Wähler ist, weil man ist dann tatsächlich gegen alle Ausländer. Und ich höre es so oft in Gesprächen, ja, ich meine ja nicht dich und du bist ja nicht gemeint und du bist ja deutsch und du bist ja integriert und du bist ja dies, aber tatsächlich doch, ihr meint uns alle, genauso wie wir hier sitzen, weil wir sind alle davon betroffen. Egal, wie lange wir hier sind, wie wir aussehen, ob wir geboren sind, wie gut wir Deutsch sprechen, also wir sind alle damit gemeint. Das muss man sich halt auch immer bewusst sein, wenn man die
Kollegen wählt, ne? Ja. Letzten Endes. Aber was ich auch interessant finde, ich meine, Dom und ich, wir waren ja auch jahrelang in den neuen Bundesländern unterwegs. Also ich glaube, 6, 7 Jahre haben wir da gewohnt. Und ich muss sagen, wenn man aus dem Westen kommt, nenne ich es mal, dann hat man ja schon so seine Bedenken, wenn man die neuen Bundesländer fährt. Also ich muss sagen, ich hatte da schon so ein bisschen auch Angst davor. Man bekommt ja immer schön durch die Medien und alles Mögliche vermittelt, wie schlimm es ist und überhaupt. Ich muss wirklich sagen, positiv, dass ich nie dort Probleme hatte. Also ich wurde nie blöd angepöbelt, ich wurde nie irgendwie nicht akzeptiert oder sonst irgendetwas. Ich meine, klar, das liegt daran, dass damals, sage ich mal, als die DDR noch bestand, da gab es viele Vietnamesen in der DDR und von daher sind, sage ich mal, die Menschen in der neuen, also in den neuen Bundesländern einfach Asiaten gewohnt und empfinden die auch als angenehm, weil die immer fleißig waren, immer gearbeitet haben und so. Also ich muss sagen, ich hatte wirklich nie, muss wirklich mal klopfen, mit dem Thema Rassismus dort drüben zu tun. Also die waren auch alle freundlich und alle nett. Ja, natürlich haben die eine Meinung zu dem kompletten Thema, sage ich mal, was Ausländer betrifft. Aber, und da will ich auch ganz klar mal sagen, es ist halt wirklich von der Regierung auch eine Katastrophe, weil in den neuen Bundesländern, zumindest in den Städten, in denen ich unterwegs war, war man einfach das Thema, sage ich mal, ja, Islam nicht so gewohnt. Ja, und ich war in einer Stadt, die sowieso schon sehr ärmlich ist, also Gera, ja, ist eine Stadt, die es einfach nach der Wende nicht geschafft hat. Also wenn man mal so an Leipzig denkt oder an Jena, wo ja wirklich, oder Erfurt, ne, wo richtig die Wirtschaft boomt. Gera war zu DDR-Zeiten eine tolle Stadt, ein Knotenpunkt, da waren viele Firmen und heute ist da einfach Leerstand, Arbeitslosigkeit. Also es ist wirklich eine Katastrophe, wenn man sieht, wie viele Plattenbauten da leer stehen. Und auch das ist ein hausgemachtes Regierungsproblem, das muss man ganz klar sagen. Und dann fängt man an, einfach, sage ich mal, ja, also dann fängt man einfach an, Flüchtlinge in diese Stadt zu setzen, ohne jegliche Aufklärungsarbeit. Die werden einfach da in Plattenbauten gesetzt. Die sprechen die deutsche Sprache logischerweise nicht. Die haben ganz anderes Benehmen. Und dann setzt man die einfach dahin, ohne irgendwo eine Aufklärungsarbeit zu leisten, ohne irgendwelche Arbeit zu leisten und wundert sich dann, warum die Leute dort so erbost sind und das überhaupt nicht verstehen und die Kultur auch nicht verstehen und gar nichts verstehen. Und das ist halt einfach ein Ding, wo ich sage, das ist auch super hausgemachtes Problem, dass es eben dort so ist, wie es ist. Und wenn du dich mit den Leuten unterhältst, ist aber wiederum das Gute. Ich sag mal so, die sind relativ direkt, auch was das Thema Rassismus angeht, ne? Also da werden, die reden halt ganz klar und ganz offen. Und ich sag mal so, viele Aussagen, die da getroffen werden, könntest du hier im Westen niemals treffen. Da hättest du gleich eine Anzeige, wird gar nicht gehen, ja. Also, wo wirklich Leute, die von hier kommen, mega geschockt sind. Also ich erinnere mich noch an eine Situation. Ich hatte einen Mitarbeiter aus Köln und der war in Sondershausen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand kennt, das Kaff. Und das Lustige ist, da wohnen wirklich nur Deutsche. Ich habe da nie einen Ausländer gesehen. Und da gab es eine NPD-Demo. Und er meinte so, das ist so witzig, hier gibt es gar keine Ausländer und die NPD demonstriert hier, ja. Also, das sind so Erfahrungen, wo man, sage ich mal, als Wessi in Anführungszeichen erstmal wirklich einen Schock bekommt, wenn man darüber geht. Aber letzten Endes muss ich sagen, die Leute reden offen und kommunizieren klar. Und man kann mit denen eine Diskussion führen und die sind auch nicht irgendwie dann daneben oder werden aggressiv. Und das ist, sage ich mal, eine Sache, wo ich sage, das ist aber besser und offener wie hier, weil hier wird das Kreuzchen an der Stelle gesetzt, aber es wird nicht offen kommuniziert und die Meinung wird nicht offen gelegt und man kann darüber auch nicht sprechen. Das wird so alles im Hinterkämmerchen, wird es so mit sich ausgemacht und das finde ich das extrem Schwierige, was wir hier in den alten Bundesländern haben. Aber ihr könnt ja mal eure Meinung dazu Ja, sagen. also ganz kurz, nur ich will die AG ein bisschen was hören. Also mein Hot Take ist ja, seit dieser ganzen Covid-Scheiße, dass es überhaupt gar keinen Diskurs mehr richtig gibt. Du wirst sofort gecancelt, wenn du eine andere Meinung hast. Du bist, ja, wenn du dich auch ein bisschen kritischer äußerst, sofort rechts, obwohl du kein bisschen rechtes Blut hast, so in meiner Meinung nach. Weil das Ganze hat sich so, finde ich, ist jetzt mein Blick auf das Ganze.
Streitkulturthema. Die letzten 4, 5 Jahre hat sich das komplett ins Gegenteil verkehrt. Man sieht es auch in den sozialen Medien, wie da die Leute miteinander umgehen. Ja, du wirst sofort gecancelt, was weiß ich nicht, bist rechts, bist das, bist meinetwegen auch in der linken Bubble irgendwo drin. Ja, das ist auch nicht in Ordnung, bla bla bla. Lauter so Geschichten führt halt eben auch dazu, dass jetzt hier auf dem Dorf, ja, irgendwo scheiß Plakate aufgehängt werden und die Leute sich feiern für die Alternative für Deutschland. Ja, die lachen sich halt eben kaputt, weil das benutzen die halt eben als Bumerang gegen die Menschen. Ja. Aber Agi, bitteschön, Dankeschön. Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie es zustande kommt alles. Ich habe jetzt nur so ein bisschen den Eindruck von, aber auch nur vom Hörensagen, weil ich habe ja persönlich kein TikTok. Aber angeblich wäre ja die AfD auch unter anderem so stark, weil die halt so auf TikTok halt so extrem viel machen. Sehr so populär Sachen. Und man fühlt sich halt schnell abgeholt, ist alles relativ einfach gestrickt und so. Und naja, ich kann halt nicht so viel dazu sagen, weil ich habe schon das Gefühl, dass wir halt grundsätzlich in dieser Internetwelt eh in so Bubbles leben und dass man sich ja auch das Leben dadurch so ein bisschen vereinfacht hat, ne? Also diese Widerstände, die man halt nicht empfinden möchte. Und ja, ich denke mal, das hat schon vieles verstärkt, so. Und es gibt ja auch immer diese Idee, dass so eine Verschwörungstheorie, dass das ja alles so das europäische System versucht zu unterwandern, um uns auseinanderzureißen. Also manchmal habe ich schon so den Eindruck, es wird ja auch so gewünscht, weißt, das alles nur noch gegeneinander. Und ich finde es halt unglaublich schwer, weil ja, also auch die Themen bei mir auf der Arbeit oder egal, also es ist überall auch so eine Stammtischgesellschaft, jeder will Ja. bei allem mitreden. Und ich meine, selbst ich jetzt hier in dieser Konstellation habe so den Eindruck, okay, ich kann zu dem Thema oder auch politischen Themen, ich kann dazu gar nicht so viel sagen. Ich habe mich mit vielen Themen nie auseinandergesetzt. Es gibt einfach so manches, was ich beobachte, ja, wo ich sagen kann, okay, naja, ne, also ich kann auch was zu dem Stürzenberger-Thema sagen, weil ich diesen Typen halt so ab und zu mal ein bisschen verfolgt habe und mir halt auch angeguckt habe, hier diese Demo in Leipzig, als der dort war, ja. Fand ich einfach mal interessant. Es ist halt echt schwierig, so überhaupt frei zu sein, ja. Also frei im Sinne von, also ich muss sagen, ich fühle mich halt auch so, dass ich denke, okay, mal gucken, wo ich jetzt, also wo werde ich gleich eingeordnet, was darf ich sagen oder wo darf ich mich hinstellen, was darf ich verfolgen, ja, weil zum Beispiel jetzt mal nur, also ich habe ja persönlich in Deutschland nie Rassismus erfahren, ja. Also ich meine, guck mal, ich blond, blaue Augen, dies, das, ne? Ich komme aus Polen, habe ja relativ schnell Deutsch gelernt als Kind, ja. Und ich weiß noch, zum Beispiel, den einzigen Rassismus oder, naja, wenn man so will, habe ich erfahren in Polen, im Ferienlager, meine ersten Jahre, wo es hieß, ich bin aus Deutschland, oh, die Nazis, Heil Hitler und so. Also da wurde ich dann auch ganz schön gemobbt, so mit 12 kurz, was ich gar nicht verstanden habe, weil ich dachte so, hä, damit hat es gar nichts zu tun. Oder ich erinnere mich auch noch als Teenager, so als Punkermädchen, hatte ich auch so eine Swastika, so eine durchgestrichene, also so ein Nazi Hakenkreuz durchgestrichen auf meiner Jacke und das habe ich in Polen von so polnischen Hools abgerissen bekommen. Das weiß ich Was? noch, ja, das war Was? ganz komisch. Da stand ich dann da, also da war ich vielleicht so 16 und das war so eine ganz krasse Situation. Das ging so schnell, dass ich wirklich gar nicht richtig reagieren konnte. Also die waren ja nicht, also die haben mich halt angegriffen, haben mir das Teil abgerissen. Und mehr war nicht, dann sind sie wieder abgehauen, es waren vielleicht so 3, 4 Hools, also schon so ein Typen, wo ich so mich kurz mal erschreckt habe, ne? So weiße Typen mit Glatze. Aber ich weiß noch, dass ich da stand und dachte so, hä? Voll absurd. Also vor allem, weil ich im ersten Moment noch gedacht habe, also, ja, also ganz komisch. Genau, weil mein Opa hat sich dann aufgeregt und hat gemeint, was ich da mit einem Hakenkreuz rumrenne. Und hat gesagt, naja, das war doch durchgestrichen. Also gut, mein Opa hat die Situation noch mal gar nicht verstanden. Aber ich weiß auch noch, dass mich das so
irritiert hat. Also das habe ich zum Beispiel in Deutschland, in Westdeutschland muss man ja sagen, ich bin ja auch in Westdeutschland aufgewachsen, da habe ich sowas nie erfahren, ja, groß. Da habe ich mal auf irgendeinem Weinfest mit ein paar Nazis diskutiert, das weiß ich noch. Aber das war alles immer so, naja, es sind Äußerlichkeiten, muss ich ganz klar sagen. Also ich glaube, einfach durch mein Äußeres hatte ich immer gute Chancen, ja, mit so Nazi-Typen da zu reden und die mir dann nichts gemacht haben, sage ich mal. Aber ich fand es halt irgendwie krass so, dass mir das dann in Polen so komisch widerfahren ist, ne? Also diese Sachen habe ich jetzt zum Beispiel in Deutschland nie so erlebt, aber ja, also, aber zum Beispiel, ne, ich war ja jetzt auch, wo dieser Stürzenberg, es war bei mir so ein bisschen Zufall, dass mir das irgendwo auf YouTube ist mir das, glaube ich, reingespielt worden, da, dass der da so Auftritte hat in Frankfurt. Augen auf, der politische Islam, ja. Und das fand ich dann erstmal so, aha, okay, ne, also so auf den Videos hat es so gewirkt, der redet da mit den Leuten, diskutiert da rum und so. Und dann habe ich gesehen, der ist in Leipzig und habe ich gedacht, ich gucke mir das mal an, so, ja, was das für ein Typ eigentlich ist und die Plakate und so. Und dann war das so, ich kam dann dahin und guck mir das so an, ne, stand dann da so. Und dann war so einer von diesen Typen von denen, guckt mich so an und ich frage halt so, naja, was denn so. Was das eigentlich für eine Organisation ist, ne? Pax Europa, was ist das eigentlich? Ich wollte es wirklich nur wissen, so, was ist das eigentlich und was ist das Ziel, ne? Weil der hat da so ziemlich wild gehetzt, so, aber ich wusste jetzt nicht, okay, ist das jetzt eine coole Sache so oder ist das jetzt richtig asozial? Also, ich wollte mir einfach eine Meinung bilden, eine ehrliche Ja. Meinung, einfach mal angucken, mit jemandem reden. Dann hat der Typ schon zu mir gesagt, so mich von oben bis unten angeguckt, bist du von der Antifa? Und dann mich so ganz komisch auch gleich angemotzt von wegen, ob ich Gewalt für ein legitimes Mittel halte, wenn es die richtige Seite trifft. Wisst? Und ich habe ja wirklich nur da gestanden mit meinen Wissen und wollte nur wissen. Und da habe ich mich gleich so angegriffen gefühlt. Ja, da dachte ich mir auch so, nee, also was ist denn das? Weißt du? Und dann waren da auch das Publikum dort. Da habe ich mich dann so umgeguckt. Ich meine, wer hört dem zu? Das waren jetzt keine intellektuellen Menschen von der. Das waren jetzt schon auch so ein paar, naja, ne, man hat das schon irgendwie das Gefühl, da will man da jetzt stehen, jetzt wird man da vielleicht gleich noch zugeordnet. Also, weißt du, man hat so das Gefühl, man kann gar nicht sich irgendwas so frei einfach mal anschauen und vielleicht auch mal wirklich mit jemandem reden, sondern es war auch schon alles sehr vorgefertigt, ja. So, und schwierig, ne, solche Sachen. Und dann das mit Mannheim ist natürlich echt dann extrem, ne, wo das dann auch nur noch so die ganze Zeit verwendet wurde und eine Nachricht jagte die nächste. Und ne, so wird es ganz schnell dann aufgefangen und dann spielt es am Ende so den Leuten auch noch in die Karten, ja. Das ist halt irgendwie alles so extrem, ja. Dieser Negativismus ist halt so schwierig, finde ich, ja. Und das ist so. Ja, und das ist irgendwie sowas, wo ich merke, das hat so zugenommen allgemein so in der Gesellschaft, so ein bisschen, also auch bei mir auf der Arbeit oder wie die Menschen untereinander sind. Also viel so dieses Negative, aber auch nicht direkt, ne? Also irgendwie hat auch jeder Angst, was zu sagen und deswegen wird immer so hinterm Rücken richtig negativ geredet und man kann sich auch nicht mehr so ordentlich streiten oder mal diskutieren, sondern es ist wirklich so ganz viel Negatives und viel Angst und ja, es ist irgendwie schwierig, ne? Also deswegen, ich weiß ja nicht, wie eure Erfahrungen so sind mit Rassismus. Ich habe ja, wie gesagt, ne, da eigentlich nicht so wirklich viel erlebt, so mit dem Thema. Ja, Rassismus war aber allgegenwärtig. In der Jugend, also von der frühen Kindheit auf, ins Erwachsenenalter auch. Ich sah einfach nur, wir waren die einzige ausländische Familie bei uns in Speyer in der Straße. Der Rest war altdeutsch, ja, schon seit Ewigkeiten dort. Wir waren halt ein bisschen lauter als Kids, sage ich mal. Das hat denen nicht gepasst. Da hieß es gleich immer, oh, die Dreckskroaten und die Dreckskanaken. Also das war sowieso Standard. Ein deutsches Kind durfte mit dem Fahrrad entgegen der Einbahnstraße fahren. Ich durfte es nicht, weil dann unser Oberaufseher in der Straße mich dann direkt vom Fahrrad genommen hat. Ich soll das Fahrrad schieben. Also lauter so dumme Sachen. Aber ich muss auch sagen, Rassismus auch in Kroatien erlebt. Ne? Du wahrscheinlich, ja, wie du eben sagtest, in Polen, da kommen die Nazis. Ja? Ich war der dumme Schwabe. Ja?
Da kommt er, weil bei den Kroaten, die Kroaten sagen gerne Schwabo, ne, da zum Schwaben. Ne. Und hier in Deutschland war ich immer der Ausländer. Also Deutschland Ausländer, in Kroatien bin ich der Deutsche. Aber ich habe es auch in Malaysia erfahren, ne, wie es ist. Ja. Wir waren in einem Shopping Center und ich war als Weißhaut, als Masalé. Ja, dann hat mir der Cousin von der Jenny übersetzt, ja, dass die Verkäufer gesagt haben, was sucht denn der hier im Laden? Ja, da fängt es halt eben auch schon an. Ne? Hat es gerade eben geklingelt? Glaube schon, ja. Erzähl mal weiter, ich gehe mal runter. Ja, also in Malaysia heißt es dann Masale. Masale heißt weiße Haut. Also als was man dann quasi angesprochen wird und man sieht mir das halt auch sofort an. Also in jedem Geschäft, auf jedem Markt hörst du dann gleich dieses Masale, ne? Und natürlich wird man dann auch doppelt und dreifach abkassiert am liebsten, ne? Also dann sind die Preise doppelt und dreifach so teuer, weil die Weißhaut hat ja Geld, ne? Also es ist halt, ja, wie der Dommer sagt, man ist halt irgendwo überall der Ausländer. Ich muss sagen, wo fängt Rassismus an und wo hört Rassismus auf? Ich glaube, ich wusste als Kind gar nicht, mit dem Wort Rassismus umzugehen. Ich habe immer gedacht, das ist alles normal, wie die Leute sich verhalten. Ich muss dazu sagen, als Kind merkst du ja gar nicht, dass du anders aussiehst. Also das ist ja gar nicht für dich relevant. Du bist einfach ein Kind, du weißt, du bist in Deutschland geboren. Und ja, meine Lieblingsgeschichte dazu ist ja immer die, und zwar die Aggie und ihre Eltern wollten mich mit ins Kino nehmen in Frankenthal. Und es war im April, und zwar am 20. April. Es war ein Sonntag damals. Und ich durfte nicht mit. Oder ich glaube, es war ein Samstag oder so, ich weiß es nicht mehr. Ich durfte auf jeden Fall nicht mit und ich habe es halt nicht verstanden. Ich habe gesagt, Mama, wieso? Die Eltern von der Aggie gehen doch mit und es ist der neue Film. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war, aber auf jeden Fall. Ich habe dann halt geweint und habe es nicht verstanden. Und ich muss dazu sagen, als die Mauer gefallen ist, war ja so dieses Thema Nazis, Rechtsradikal, so extrem auch in der Presse. Da haben ja Asylantenheime gebrannt, da waren Demos. Also das war ja so ein richtiges Brennpunktthema. Und meine Mutter hatte einfach nur Angst. Und die hat halt gesagt, nein, heute hat Hitler Geburtstag und du bleibst zu Hause. Sie hat einfach Angst, dass die Nazis kommen und mir was machen. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe gesagt, Mama, ich bin doch deutsch. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, aber du siehst nicht deutsch aus. Und dann habe ich gesagt, aber die Agatha ist doch die Polin, ich bin doch deutsch. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum ich da nicht hin durfte. Und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, weil ich war generell ein sehr eingeschüchtertes Kind, weil man muss dazu sagen, also wir kommen ja hier vom Dorf und als ich geboren wurde, gab es hier so gut wie keine Asiaten. Also bei uns auf der Grundschule, da gab es, glaube ich, drei offensichtliche Ausländer auf der ganzen Grundschule. Das waren zwei Tunesier und ich. Und dann gab es noch so ein paar Russlanddeutsche, aber wie die Agi schon sagt, denen hast du es halt nicht angesehen. Die haben Deutsch gesprochen, ne? Blonde Haare, blaue Augen. Also die waren ja, in Anführungszeichen, waren die ja für alle Deutsch, ne? Und es war schon so, dass ich gehänselt wurde. Also, ne? Also Ching Chang Chong und so. Man kennt ja diese Sprüche. Und in Grünstadt, ne, wo wir herkommen, da gab es, wie gesagt, nicht viele Asiaten damals. Und die Diskriminierung war groß, weil es gab, ich weiß gar nicht, also wo ich Baby war, gab es eine Pussycat-Bar. Und das war eine Table-Dance-Bar. Ja. Und da waren, ich weiß es nicht, was für Asiaten auf jeden Fall. Ne? Also früher war das auch das natürlich so, dass die Asiaten im Milieu unterwegs waren und meine Mutter wurde da schon diskriminiert, weil die Leute dachten, okay, die kommen von da. Und ich sag mal so, also nur mal kurz zu meiner Mutter anzureisen, meine Mutter kommt aus einer Familie in Malaysia, sie kommt aus Kuala Lumpur und mein Opa war Major, also es war also eine relativ wohlhabende Familie. Meine Mutter ist nicht hierher gekommen über Brieffreundschaft oder wurde gekauft oder was weiß ich, was es da alles für Varianten von Asiaten gibt, sondern meine Mutter ist hierher gekommen mit ihrem quasi Ex-Freund, mit dem sie 10 Jahre zusammen war. Der war Inder und hatte eine Band. Und diese Band ist durch Europa getourt. Also die haben in Diskotheken, damals gab es noch keine DJs, sondern es gab halt Live-Bands und die haben hier Musik gemacht. Und meine Mutter ist mit ihm mit. Nur das Problem ist, dass der hier fremdgegangen ist und meine Mutter ihn eigentlich zu dem Zeitpunkt hier heiraten wollte. Mein Opa hat den Segen nicht gegeben, weil er war Inder und Inder haben eine dunkle Haut und mein Opa wollte halt, als Chinese steht man auf weiße Haut, also auch da wieder Rassismus und da war mein Opa nicht mit einverstanden und
Das ist dann halt passiert und meine Mutter ist dann hier geblieben, weil die war schon ein paar Mal mit hier in Deutschland auf Tour und hatte hier eine Freundin, die hier im Ort eine Disco hatte. Und die hat dann gesagt: Ey, pass auf, ich stell dich an, du kannst hier ein Jahr bleiben, bis sich die Wellen zu Hause wieder reguliert haben, dann kannst du nach Hause gehen. Und während dieses Jahres, wo sie dann angestellt war, hat meine Mutter meinen Vater kennengelernt. Und meine Mutter wollte immer nach Hause. Aber natürlich hatte sie dann, ne, wurde sie schwanger, hat ein Kind, meine Eltern haben geheiratet. Und meine Mutter hat gesagt, wenn sie mich jetzt mit nach, also mein Onkel hat immer gesagt, komm heim, was willst du da, ne? Also ich meine, meine Onkel haben studiert, die haben BWL studiert. Wie gesagt, mein Opa war Major. Die haben gesagt, sag mal, du hast ja eine Familie hier, wir haben hier Geld, wir haben hier alles, komm her und zieh dein Kind hier groß. Aber meine Mutter hat halt gesagt, wenn sie mich von meinem Vater trennt, dann werde ich ihr das halt im Leben nie verzeihen. Und das wollte sie halt nicht. Und man muss auch dazu sagen, damals fliegen, war ja jetzt nicht so wie, ich buche mir jetzt einen Flug, das war schweineteuer und alleine das Telefonat nach Malaysia war ja schon abartig teuer. Also da war die Verbindung nicht so, wie das heute ist. Und deswegen ist meine Mutter hier geblieben. Und letzten Endes hat man aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, also habe ich als Kind diesen Rassismus schon zu spüren bekommen, aber ich konnte nicht einordnen, was es ist. Also ich wurde immer angegafft. Also generell von, natürlich auch von Kindern. Kinder haben das nicht böse gemeint, weil das ist was Neues. Die kennen das gar nicht. Guck mal, da hat jemand Schlitzaugen und so, ne? Für ältere Menschen war das natürlich so, oh, das Ausländermädchen. Ne? Also so, man wurde halt einfach so wie so ein Affe im Zirkus immer angegafft. Und ich habe halt gemerkt, wo ich das erste Mal in Malaysia war, dass so diese Last von meinen Schultern gefallen ist, dass da niemand mehr gegafft hat. Aber Dommer hat dann mal zu spüren bekommen, wie es ist, wenn halt gegafft wird, weil er wurde natürlich angegafft. Großer, weißer Mann, ne? Das ist natürlich so wow, ne? Und das war wirklich, also ich, das erste Mal, wo ich dort war, habe ich erstmal gemerkt, wie mir so eine Last von den Schultern fällt, dass du nicht immer im Fokus bist und da angegafft wirst. Man muss aber auch dazu sagen, ich komme aus einer Unternehmerfamilie hier. Das heißt, meine Familie ist hier rundum bekannt. Also eigentlich kennt die jeder, ob mein Vater, meine Mutter mittlerweile auch oder meine Großeltern vor allem. Und es war immer okay, weil ich war ja das Enkelkind von oder die Tochter von. Und deswegen hat man mich, sage ich mal, besser behandelt, wie vielleicht andere Ausländer, weil man wusste ja, wo ich hingehöre, man wusste, das ist eine anständige Familie. Aber sobald ich den Radius hier verlassen habe, war ich ja genauso der Ausländer wie jeder andere auch. Und da hast du natürlich krass gemerkt, wie man da mit Mobbing auch wirklich zu tun hatte. Also für mich war das schon ein schweres Thema und für mich auch ein Thema, warum ich dann, sage ich mal, mit 13, 14 mit der Agi zusammen in die linke Szene bin, also quasi wie, ne, so in der Punker-Szene unterwegs war, weil ich war so ein eingeschüchtertes Kind, also die Agi kann es wahrscheinlich bestätigen, also ich hätte mich nie hier hingesetzt und gesprochen, ich war ein richtig ruhiges, introvertiertes Kind, ich habe gar nicht getraut, irgendwie zu mucksen und ich glaube, mit 13 hatte ich einfach so die Wende, wo ich gesagt habe, ihr könnt mich alle mal und ich bleibe nicht zu Hause, weil da draußen rechte Demos sind und ich habe auch ein Recht, hier zu leben. Ich meine, davon abgesehen, dass ich wirklich die deutsche Geschichte schon als Kind studiert habe. Also mein Opa hat mir auch wirklich schon von klein auf erklärt, was hat es mit dem Krieg auf sich gehabt. Und so, er ist ja noch Kriegsgeneration, ne? Also ich habe mich mit diesem ganzen Thema sehr auseinandergesetzt. Und ich glaube, das war so für mich die Rebellion, einfach zu sagen, ihr könnt mich alle mal, ob ich jetzt für euch ein Ausländer bin oder nicht, ich gehe jetzt auf die Straße und ich habe jetzt grüne Haare und ich habe jetzt ein durchgestrichenes Hakenkreuz und ich fahre jetzt mit 14 nach Mannheim auf die Demo, weil ihr könnt mich alle, ich habe keine Angst. Ich glaube, das war so der Punkt, warum ich einfach den Weg dann gewählt habe. Genau. So viel zu meiner Story. Jetzt habe ich viel erzählt. Ganz kurz, also Ja. wir hatten ja gerade eben unten ist die Türklingel gegangen, ne? Ja. Ich denke, die hätten wir hier auch einladen können in den Podcast, und zwar waren das die Zeugen Jehovas. Die wollten mit mir oder mit uns vielleicht darüber sprechen, ob es denn in Zukunft wieder besser wird. Also ich meine, aber seit wann redet ein Jehova über die Zukunft, wenn doch morgen die Welt untergehen könnte, ne? Also so viel dazu. Also Rassismus, aber jetzt dazu nochmal in Malaysia, was ich da erfahren habe. Es war anders. Also in Europa wurde ich ja nie wegen meiner Hautfarbe diskriminiert oder sowas, sondern vielmehr einfach von meiner Abstammung, ne? Diese Gastarbeiter aus Jugoslawien. Aber das in Malaysia war schon
Also ich habe eigentlich drüber schmunzeln müssen, weil da kommen so, wenn ich jetzt sage, ein bisschen rassistisch, so zwei kleine Asiaten, 1,50 Meter, ja, und die wollen nicht angehen. So denke ich mir, okay, das ist schon funny eigentlich. So viel dazu. Also mich hat das jetzt weiter tangiert. Ja, das klingt interessant. Naja, ich meine, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, ne? Also ich bin ja auch als Einzelkind hier aufgewachsen und meine Familie hat viel gearbeitet, war viel unterwegs, ne? Also ich glaube, da wurde ich eh relativ schnell sehr selbstständig als Kind und habe mir da gar nicht so viel drüber nachgedacht, was jetzt jemand von mir denkt. Ich glaube, so eine Art Ausgrenzung habe ich in dem Sinne erfahren, vielleicht, dass wir jetzt nicht aus den wohlhabendsten Milieus dann am Ende waren. Also im Endeffekt waren wir in Polen auch sehr wohlhabend, aber hier in Deutschland halt sozusagen der letzte Sozialfall. Also es stimmt ja nicht ganz. Meine Eltern haben ja relativ schnell gearbeitet und auch arbeiten dürfen, Gott sei Dank, wegen eben wahrscheinlich irgendwelchen Abstammungsgeschichten, ne? Weil das war ja so die Zeit mit Polen. Und meine Mama ist ja Ostpreußen geboren, hat ja einen deutschen Mädchennamen. Voller. Und dadurch haben wir ja sofort diese staatsbürgerschaftliche Anerkennung bekommen, ne? Also das war natürlich ein Riesenvorteil, um da schon mal nicht so diese Diskriminierungserfahrung zu haben. Aber ich muss auch für mich sagen, ich habe jetzt als Kind sowieso gar nichts wahrgenommen. Also ganz ehrlich, ich habe die Jenny wahrgenommen als Jenny und keine Ahnung, Joe oder die anderen Kids. Also man wusste schon, es gab verschiedene ausländische Wurzeln irgendwie. Also das war mir schon auch irgendwo bewusst so, ne? Aber da man ja dann selber, also wahrscheinlich, weil ich ja dann selber auch fremd war in dem Sinne, habe ich ja jetzt auch niemand anderen so in dem Sinne als fremd oder anders oder so wahrgenommen, sondern mir nur angeguckt, wen habe ich da vor mir. Also ich würde sagen, ich habe da, also ein Rassenbewusstsein hatte ich persönlich nie und ich glaube, meine Familie war da ja auch nie rassistisch. Also wenn Nee. ich an Rassismus denke, dann denke ich tatsächlich an meine Oma, also Ruhe in Frieden, wenn die da manchmal was rausgehauen hat über irgendwelche Juden. Also das Ja. fand ich krass so, ne? Diese Stories da, die haben da schon viel Antisemitismus so in Polen auch Ständig rübergebracht. Sündenbocktheorie, ne? Ja, also diesen Antisemitismus, den habe ich schon so wahrgenommen irgendwie. Also bis heute, sage ich mal, von meiner Oma, gut, die ist ja jetzt ein paar Jahre gestorben, aber die war jetzt bis zuletzt noch bewusst oder unbewusst ein bisschen antisemitisch unterwegs, so, ne? Und wenn man dann so manche Sachen da so verfolgt, also den Eindruck habe ich dann schon auch manchmal, ne? Aber jetzt so an sich, wie gesagt, habe ich das als Kind nie so richtig wahrgenommen irgendwie, Ja, ich dass finde, da da. hast du ein tolles Bild gezeichnet, weil wenn du jetzt mal so eine Kindergartengruppe anschaust oder eine Krabbelgruppe, da hast du ein schwarzes, da hast du ein gelbes, sondern jetzt mal so plakativ gesprochen, die bewerten das einfach nur danach, ob wir zusammen spielen oder nicht, ja, ob wir ein Spielzeug teilen oder nicht. Ja, aber das lernen wir ja alles, diesen Rassismus. Ja. Vor allem gucken wir uns das bei unseren Eltern ab oder bei unserem im Kreis der Nächsten, ja, der Familie, Freunde, wie auch immer. Tatsächlich, Agi, wurden wir sogar diskriminiert. Wir haben das als Kinder nicht so wahrgenommen. Also wir haben ja zusammen in einem Wohnblock gewohnt. Ich weiß gar nicht, wie viele Parteien haben da gewohnt. Ich glaube, 4 mal 4, oder Agi? Ja, 16? ja, ja. 16 Familien. Und das Ding ist, wir wurden, also gab es so eine deutsche, ja, wirklich schreckliche Nachbarin, die hat wirklich immer rumgebrüllt, weil wir halt im Hof gespielt haben. Also wir haben halt sonntags und samstags oft im Hof gespielt, unsere Eltern haben uns halt rausgeschickt und wir waren halt laut, wir waren Kinder, ne? Also wir sind dann halt auch mal über die Garagendächer gerannt und dann gab es da einen Spielplatz und wir waren halt laut, haben geschrien und keine Ahnung, aber wir haben auch nicht bis 22 Uhr draußen gespielt, also es war alles zur Mittagszeit, ne? Und da wurden wir schon als asoziale Ausländer und was weiß ich beschimpft, ne? Also richtig lautstark. Und meine Mutter hat sich da regelmäßig mit der angelegt, ne? Ich muss dazu sagen, unsere Eltern, also egal ob Agis Eltern oder meine Eltern, aber auch Dommers, also Mama, die konnten alle gut Deutsch. Also die können sich alleine, sage ich mal, in Deutschland verständigen, alleine auf Ämter gehen, die füllen alleine ihre Briefe aus. Also die haben sich sehr gut integriert, unsere Familien, ne? Es gibt ja auch, sage ich mal, Leute, die nicht so gut Deutsch können.
Und von daher konnten die natürlich auch gut Kontra geben, ne? Also meine Mutter hat da natürlich immer Kontra gegeben. Aber ich habe das auch erlebt, dass ich mit meiner Mutter als Kind einkaufen bin und die dann angefangen haben, so ganz bescheuert mit meiner Mutter zu reden. Sie verstehen 5 Euro, wo ich dann als Kind, ne, noch nicht mal in der Schule zu der Verkassiererin gesagt habe, ich erinnere mich da total gut dran im Lidl, meine Mutter kann Deutsch, sie können ganz normal sprechen. Krank, ne? Aber Ja. auch funny ist ja auch, das habe ich vor längerer Zeit mal gesehen, in der Doku, wieso habe ich jetzt einen Daumen runter, ist auch egal, warte. Und zwar Mauerfall, also wie kam, also man sagt ja immer, dass der Osten sehr, sehr rechtsextrem und rassistisch ist irgendwo. Du hast vorhin mit den Vietnamesen erzählt, aber den ganzen rechtsradikalen Scheiß haben die Wessis rübergebracht, ne? Nachkriegszeit, Zweiter Weltkrieg, 50er Jahre, 60er Jahre, das war nicht ein Ostding, ja, auch der Mauerfall. Dann hat man wirklich da so die Nachweise gehabt, wie dann die Leute nicht nur ihre Autos dort verkaufen wollten, ihre Schrottautos, ihren alten Opel oder sowas, sondern die haben auch ihr Nazi-Gedankengut rübergebracht, ne? Also siehst du mal, wie das auch funktioniert, weil das Thema ist ja, wie entsteht sowas immer, ne? Das bekommst du eigentlich alles beigebracht. Sündenbocktheorie, das war ja beim Adolf das Ding, ja, wo er den Antisemitismus so frenetisch gefeiert hat, ne? Weil die haben wir dann damals in Frankfurt ins Bankenviertel gesteckt, dann haben die auf einmal den Schäkel gemacht, ja, Geld verdient, und die waren ja für alles der Sündenbock, ne? Medien, Popkultur, das ist ja auch noch so ein Ding, ja, was wird denn gefeiert? Es gibt ja auch diesen rechtsradikalen Rap, ja, oder auch damals ja viel mehr dieses Störkraft und keine Ahnung, was es da so alles gab, ne? Das spielt ja auch alles noch hinzu. Aber ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, aber auf jeden Fall war das mal ein kurzer gedanklicher Erguss, ne? Da meine Nase Also ist zu. ich muss sagen, ich bin wirklich, also meine Großeltern sind wirklich noch in Kriegszeiten geboren. Ich muss sagen, ich bin wirklich stolz, dass die nie so waren. Also ich glaube, ihr beide könnt es auch, also im Gegensatz zu anderen deutschen Familien, ich will das einfach mal so sagen. Ich muss sagen, ich habe bei vielen Familien wahrgenommen, dass man da hinkommt und bekommt nicht was zu trinken, man darf nicht mitessen, man muss nach einem Glas Wasser fragen. Und ich war eh so ein schüchternes Kind, wo sich gar nicht getraut hat, was zu fragen. Deswegen war ich auch nicht gern bei anderen zu Hause. Also das war für mich so das deutsche Bild, so geizig und man kommt nicht zur Essenszeit und keine Ahnung. Und ich muss aber sagen, dass meine Familie, das kann ich wirklich voller Stolz sagen, so gar nicht war. Also meine Oma, mein Opa, die haben, ach Gott, wenn da jemand war, da, die hätten lieber noch ihr Essen geteilt und selber nichts gegessen, wie dass sie niemand was angeboten Ja, hätten. die Und waren. die waren auch nie gegenüber irgendjemandem. Ich habe ja viele ausländische Freunde gehabt, die waren nie rassistisch oder, ne, also immer sehr offen, sehr tolerant und auch immer gefragt und haben die Leute ganz normal behandelt. Und ich muss sagen, also da bin ich wirklich stolz drauf, weil ich meine, mein Opa ist jetzt 88, meine Oma war 85, wie gesagt. Also die sind beide noch im Krieg groß geworden. Also klar, die waren Kinder im Krieg, aber nichtsdestotrotz, die kennen Kriegszeiten noch. Und ich muss sagen, mein Opa hat mich wirklich früh schon mit 6 Jahren hingesetzt und hat mir auch Reportagen von Hitler gezeigt, um zu sagen, dass das der Krieg war und dass es einfach auch nicht gut war. Und ich muss dazu sagen, mein Uropa quasi, also der Vater meines Opas, der war schon im Ersten Weltkrieg, der hat gedient im Ersten Weltkrieg, wie man das so schön sagt, und der war nicht in der Partei, also der war nicht bei der NSDAP und deswegen wurde der auch ausgegrenzt, weil sein Bruder, der war in der Partei und er war auch hier Ortsvorsteher, also ein ganz fanatischer Nazi, sage ich mal. Und er wurde da wirklich angegangen und ausgegrenzt. Er hatte auch einen jüdischen Arzt und hat diesen jüdischen Arzt auch, wir hatten einen Getränkehandel, wir hatten die Waage, wir hatten eine Tankstelle, wir hatten die Post. Und er hat halt diesen jüdischen Arzt an der Tankstelle bei uns tanken lassen und da hat er so richtig Ärger auch bekommen von seinem Bruder, eigener Bruder. Weil er sich einfach nicht gehalten hat, ne? Und man muss dazu sagen, als der Krieg verloren war, unser Haus ist das erste Haus, was an der Brücke steht. Und die Anordnung von seinem Bruder, der ja Ortsvorsteher war, war, alle Männer müssen da hoch an die Brücke und wenn die Amis kommen, dann müssen alle schießen und müssen den Ort verteidigen. Und mein Uropa hat einfach gesagt, ne, wir sterben alle, das machen wir nicht. Und er hatte noch ein Fass Wein im Keller und er hat dann zu den Männern gesagt, komm, wir gehen in den Keller, bis die kommen, trinken wir ein. Da waren die natürlich dabei.
Und da hat er die Männer besoffen gemacht, dass sie gar nicht mehr in der Lage waren zu schießen. Und dieser Ortsvorsteher, Nazi, quasi Großonkel oder wie auch immer man das nennt, ist mit dem Fahrrad von hier nach Mannheim geflüchtet. Und so hat aber dann, sage ich mal, mein Uropa es geschafft, dass natürlich nicht alle Männer inhaftiert wurden und, sage ich mal, getötet wurden, ne? Weil es wäre ja wirklich so gewesen. Ne? Also die hätten es ja nicht geschafft, den Ort zu verteidigen. Und ich muss sagen, daher rührt es aber auch schon so, dass wahrscheinlich meine Großeltern einfach nie pro des Krieges waren und einfach da offener waren. Und ich muss sagen, wie gesagt, mein Opa hat da ganz früh Arbeit geleistet. Ich war auch mit 9 Jahren schon im Anne-Frank-Haus in Amsterdam. Also auch mit dem Thema Anne Frank, das Buch früh gelesen, den Film früh geguckt. Also ich habe mich mit dem Thema sehr, sehr früh auseinandergesetzt. Und dementsprechend war auch mein Verständnis dafür, ne, also das hat natürlich auch mitgespielt, dass ich einfach gesagt habe, nee, das geht nicht mit diesen ausländerfeindlichen Sachen. Obwohl, wie gesagt, ich natürlich auch selbst betroffen war. Aber ich denke, das sind halt auch Dinge, die sind wichtig, dass man trotzdem über die Geschichte Bescheid weiß, ja, dass man einfach weiß, was ist da passiert und was ist generell so vonstatten gegangen. Ich glaube, das kommt auch heutzutage ein bisschen zu kurz, ne? So diese Aufklärungsarbeit. Das ist, wie die Agi sagt, man hat nur schwarz-weiß, man darf gar nichts mehr fragen, ne? Also man darf gar nicht mehr aufgeklärt werden irgendwo, ne? Ja, ist schwer zu sagen. Also ich glaube, bei uns in der Schule haben wir schon auch viel zu dem Thema gemacht. Und ich meine, Ja. gerade meine Familie ist ja auch, also meine Oma war ja auch bei diesen Charre-Charregi, diese grauen Wölfe oder wie die heißen, Charre-Charregi. Nee, graue Wölfe ist, glaube ich, falsch. Aber so eine polnische Jugendbewegung auch gegen Hitler und Flugblätter verteilt und so, ja. Ich denke mal, dass die später oder was heißt später? Also dieser Antisemitismus ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema, nochmal spezifischer, was auch ein Ja. bisschen der katholischen Kirche vielleicht unter anderem auch noch zusammenhängt, wobei die ja damals Ja. dann auch im Sozialismus verboten war. Und da war ja die Ja. katholische Kirche dann eher so ein rebellischer Akt. Ja, also ich weiß es nicht. Also schwer zu sagen, ich habe hier auch manchmal das Gefühl, es ist auch einfach diese DDR-Geschichte, die zum Teil auch ziemlich verklärt wird heutzutage, wo dann sich Ja. viele danach Ja. sehnen wieder so oder so ein falsches Bild davon haben, was eigentlich alles so toll lief in der DDR, ja. Das habe ich auch manchmal so den Eindruck, ist halt hier in Leipzig ein bisschen spezieller. Das kann man dann vielleicht auch nur bedingt nachvollziehen, wenn man das nie so erlebt hat an eigenem Leib, ja. Und auch dieser Rechtsruck nach der Wende, klar. Also da musste man ja auch feststellen, dass das, was die DDR einen da versprochen hat, ja auch alles nur so Floskeln waren und man wurde ja eigentlich von vorne nach hinten verarscht, so, ne? Und das ist ja, meine Mama hat ja auch erzählt, die ist ja auch in Polen im Sozialismus, warum sind die abgehauen, ja? Also die haben eine Europareise gemacht und denen wurde erzählt in Europa, das ist alles ganz schlimm. Und was weiß ich, was für Horrorstories, ne? Und dann sind die da rausgefahren von der Grenze, die ja damals mit den Russen komplett voll gestopft war, ja? Da wurde sie ja von oben nach unten durchforstet und durchsucht, kamen die raus und mussten feststellen, es gibt keine einzige Grenze. Die können überall durchfahren in dem schlimmen Land, was also wirklich, das ist das schlimmste Nazi-Leben oder was weiß ich, was denen da für Propaganda reingeforscht wurde, was den Westen angeht, ne? Und das war für die natürlich dann auch so, ja, krass, also seid halt schon echt verrückt, so, ne? Was Das hast du Regierungen und Fernsehen und jetzt heutzutage, also da weißt du ja gar nicht mehr, wo du hingucken sollst, ne? Also du kannst dir ja wirklich alles an Ideologien raussuchen, was du Lust hast, so ein bisschen, ne? Aber ich sag mal, das Interessante daran ist ja auch, ne, also ich habe mich ja auch mit viel mit Leuten unterhalten, einfach aus neuen Bundesländern, viele Mitarbeiter gehabt, auch alte, die wirklich noch erzählen konnten von der DDR. Und die haben zum Beispiel gesagt, die durften nicht nach Jugoslawien, weil Tito war einfach zu locker. Also das Der war durften zu die nicht. progressiv. Ja, also die durften an Goldstrand nach Bulgarien. Also das war wirklich so festgelegt, welche Länder dürfen die bereisen. Und die haben erzählt, die durften da auch nicht einfach sich frei bewegen. Also du Ja, musstest einen klar. Antrag stellen. Da warst du eine Reisegruppe, du hattest ganz wenig Geld, also durftest dir ganz wenig Sachen da kaufen, wenn überhaupt, ja, und wurdest da durchgeschleust als so eine Reisegruppe, ne? Also wenn die das erzählen und auch damals, als damals hat sie erwähnt, wo das Thema Corona aufkam, waren die halt ganz klar so, die gesagt haben, nein, wir lassen uns nicht mehr einsperren. Und also ich habe dann so gesagt, naja, vielleicht kauft ihr euch auch mal ein paar Vorräte und so, ne? Ich meine, wir sind ja vor Ort hier an der Quelle und haben die gesagt, nein.
ich kaufe mir gar nichts und ich lasse mich gar nicht mehr hier einsperren, haben die gesagt. Ich bin lang genug eingesperrt worden und ich fahre nicht nach Bulgarien an Goldstrand. Das habe ich lang genug gemacht. Ne? Also die waren da so rebellisch, weil die das halt wirklich schon erlebt hatten Ja, und einfach klar. gesagt haben, nein. Und ich meine, das war ja auch gut, wenn man überlegt, hier im Westen alle hörig, okay, wir bleiben zu Hause, okay, wir machen das, ne? Also. Ja, ich meine, die AG hat es ja auch nochmal Naja, gesagt, ja. also das sehe ich ja dann ein bisschen kritischer. Das Thema. Aber das kenne ich schon von den Osteuropäern, dass die da so ein Ja. bisschen kritischer gleich mit umgehen, wegen den Erfahrungen. Ja. Herr Soldic, Sie wollten etwas sagen. Ja, dass das alles so ein bisschen romantisiert wird, so ein bisschen verklärt wird, wie toll doch alles in der DDR war. Oder auch, meine Mutter hat auch immer gesagt, Jugoslawien, der liebe Broz Tito, ja, was er dem Land alles gebracht hat, die haben sich einfach nur selber die Tasche voll gemacht. Ich erkläre es auch immer gerne so, oder auch für mich selbst, ich mache ja keine Vorträge oder sowas. Das ist wie mit dem alten Videospiel. Ja, das hat ja in den 80er, 90er Jahren, boah, das war so geil, ne? Aber wenn du es heute anschließt und anguckst und spielen willst, dann ist es nicht mehr geil. Ja, dann denkst du dir einfach nur, ey, wieso habe ich auf diesen Pixelbrei geschaut? Ja, wieso habe ich denn das gespielt? Und. Und genauso ist es auch. Ja, natürlich, die hatten Kindertagesstätten. Wow. Ja, da konnte die Mama und der Papa konnten arbeiten gehen. Ja, super. Ja, da habt ihr voll den Preis gewonnen. Aber hier ist gerade eine Spinne. Ich Oh nee. habe sie gerettet. Ich weiß gar nicht. Ich habe manchmal so viel gedanklichen Dünnschiss, aber so ist es halt eben für mich, ja. Wenn die das immer alles so hochleben, dann geh doch zurück, ja. Warum bist du abgehauen? Wie bist du abgehauen? Warst du auch auf einem Heißluftballon oder hast dich irgendwo durchgebuddelt? Nee, dem Ganzen war halt eben nicht so, ja. Da wird immer irgendwas verklärt. Dann wird natürlich auch dieses ganze Ostleben der neuen deutschen Welle vermischt, ja. Da gab es keine neue deutsche Welle. Ja, da gab es keine Nena oder wie sie alle heißen, die da rumgesprungen sind auf dem Kurfürstendamm oder was weiß ich alles im Osten. Nee, da gab es gar nichts. Da gab es wie heißt dieses Schnitzel? Diese Fleischwurst, die paniert wird, das war ein Schnitzel. Ja. So, ja, da wird Lojanka alles hochgelebt. Und natürlich die Jeans gab es beim guten Vietnamesen um die Ecke. Ja, lauter so Geschichten. Alles hat seine Vor- und Nachteile, aber ich bin kein Fan davon, das zu romantisieren. In Jugoslawien war es so, ja, die waren bitterarm auf dem Land, die hatten nichts zu fressen, ja, und der Broz Tito hat eine eigene Insel gehabt, wo er seine ganzen Tiere aufgestellt hat, einen Zoo gemacht hat. Ja, toll, was für ein toller Staatsmann er ist. Ja, im Endeffekt hat er den Leuten alles genommen, hat sie entmündigt und die mussten alles abgeben, ja. Und dass es dann Wirtschaftsflüchtlinge gab, oh meine Güte, ist halt so. Wenn sie dir ans Brot wollen, haust du auch ab. Ja? Und dann bin ich aber wieder beim Thema Rassismus. Ja? Wie kommen denn die Leute her? Ich will jetzt auch keine Videos erwähnen, wo dann junge Flüchtlinge auf dem Boot sind, dann ihre Ausweise wegwerfen und sich freuen, ihre Zigaretten dabei haben und ihr Smartphone noch gerettet haben. Ne? So, wir haben auch die Geschichten von meinem Cousin gehört, der Grenzer ist oder Grenzer war. An der deutsch an der kroatisch-bosnischen Grenze, was da an Pushbacks passiert ist. Es war so gewollt. Ja, das hat auch die Bundesregierung mitfinanziert. Ja, das waren auch europäische Gelder, die dorthin geflossen sind. Aber was war der ganze Konsens von dem Ganzen? Die haben den Leuten das abgenommen, die haben sie wieder zurückgeschickt, aber die kamen so eine Woche später wieder. Ja, auf einmal hatten sie wieder einen Ausweis, auf einmal hatten sie wieder ein Handy, auf einmal hatten sie wieder 8.000 Euro in der Hand. Ja, oder auch die Geschichten. Das sind ja keine Geschichten. Ja, Geschichten hat immer was mit Wahrheit und Unwahrheit zu tun. Das waren Tatsachen, wo dann sich Frauen ein Kissen drunter gemacht haben und gesagt haben, dass sie schwanger sind, bis das Kissen rausgefallen ist. Ja, lauter so Geschichten. Ne? Das ist halt eben das, was wiederum in den Medien irgendwo landet, anders verwertet wird. Ja, das wird dann wieder recycelt, bis es wieder einen ganz anderen Sinn hat. Aber das sind Sachen, die passiert sind. Und ich denke mal, durch sowas wirst du halt eben auch dorthin geleitet, wenn du kein gefestigter Mensch bist. Ja, das geht ja auch immer darum, wie fest stehst du im Leben. Wie fest ist deine Persönlichkeit, ob du dich davon beeinflussen lässt, ja? Ob du dann halt eben eine rechte Sau wirst oder nicht. Ja? Also ich sage mal, eine Problematik einfach war es schon damals zum Thema Gastarbeiter und es ist ja heute erschreckenderweise nach wie vor, dass man die Leute einfach nicht vernünftig integriert.
Also wenn ich überlege, meine Mutter, die hat mit der Bild-Zeitung Deutsch gelernt, die hat keinen Deutschkurs gemacht, die kann gut Deutsch, das hat die mit der Bild-Zeitung, wie gesagt, gemacht, ja. Aber die hatte hier niemanden. Also hier gab es einfach niemanden Chinesisch-Malaysisch, mit dem die hätte sich verbünden können und mit dem die hätte sich austauschen können. Heute kennt die ein paar Malaien, die im Nachgang hergekommen sind, beziehungsweise die in anderen Städten wohnen, weil heute sind ja die Grenzen, also wie soll ich sagen, heute ist man ja viel mobiler durchs Internet, viel verbundener, auch wenn man von weit her kommt. Aber damals gab es es nicht. Und deswegen kann meine Mutter auch so gut Deutsch. Aber wenn man überlegt, damals schon, also wenn ich jetzt überlege, hier wo wir wohnen, da gab es ein Viertel, das ist ne, Kunstadt Nord, da hat man alle reingepumpt. Am besten einen kompletten Wohnblock, nur mit das eine mit Russen, das andere mit Türken, das andere mit Italienern von mir aus. Und dann haben die unter sich geklüngelt und natürlich konnte da keiner Deutsch. Und bis heute können die zum Teil kein Deutsch, weil einfach keinerlei Integration stattgefunden hat. Und das finde ich so das Furchtbare, dass es heute immer noch passiert. Anstatt dass man sagt, ey, man mischt das Ganze ein bisschen durch, dass ne, überall einfach die Leute sind, dass die voneinander lernen, dass die ihre Kultur gegenseitig kennenlernen, dass die sich gegenseitig respektieren, tolerieren. Vielleicht hätte man damals schon sagen sollen, Mensch, man macht mal so ein türkisches Fest in der Stadt oder so, ne, dass man mal die also kulinarisch das Ganze kennenlernt, bevor das Thema Dönerläden kam. Das ist ja jetzt auch noch nicht so alt, das Thema Dönerläden bei uns, ne? Oder man macht mal hier so einen polnischen Tag, wo dann einfach, ne, keine Ahnung, man Pierogi isst oder was und lernt einfach ein bisschen was von der Kultur, weil ich als Kind war ja bei der Agi ein- und ausgegangen. Ich meine, ich kann auch ein paar Wörter polnisch noch. Und mir hat das Essen super gut geschmeckt und ich fand es total schön, deren Traditionen zu sehen. Oder genau wie bei der Joe, ne, das ganze Italienische wahrzunehmen. Und das ist ja anders, wie wenn ich zum Italiener gehe, bestelle mir eine Pizza, ne, wenn man da wirklich in der Familie mit drin ist und sieht, was die kochen, wie die reden, Gehör kriegt für die Sprache. Und die Eltern erzählen ja dann auch von ihrem Land, ne? Wir kommen von da, dort ist es so, dort macht man das. Und es ist ja auch was Schönes. Aber ich finde, diese Arbeit, die kommt bis heute einfach zu kurz. Die Leute sehen jemand Fremdes, die hören eine fremde Sprache und direkt haben die Angst. Das ist Ja, aber das einfach ist so halt das, was schwierig. Also passiert. ich meine, das war ja bei uns auch nicht so. Aber jetzt sind Ja. ja auch die Lehrer sind ja zum Teil auch komplett überfordert, weil Ja. die Hälfte der Schüler halt kein Deutsch mehr kann. Ja, wann soll die Integration Ja, passieren? Bei Hemmsdorf. uns ist es eigentlich auch nur Ja. passiert, weil ich die Einzige war oder so. Ja. Also da gab es ja Ja. niemanden, der mit mir jetzt hätte Polnisch quatschen können in dem Kindergarten. Da habe ich mich dann mal kurz zur Wehr gesetzt, habe alle Kinder gebissen und geschlagen und dann war gut. Irgendwann Ja. konnte ich dann Deutsch, ne? Also, ich meine, da war jetzt auch nichts mit Integration. Also, ich kann jetzt nicht Ja. sagen, dass wir in irgendeiner Nee. Form integriert Ich worden nein, sind. bei Man mir muss auch nicht. damit einfach kämpfen. Ja. Aber ich bin auch der Meinung, dass immer ein Stück weit auch Integrationswille mit dabei sein muss. Man sagt ja auch nicht umsonst, da gibt es auch Statistiken, die ausgewertet wurden. Ich will da jetzt auch nicht zu politisch werden. Ne? Ich bin auch keine rechte Ja. Sau oder sowas. Aber wo einfach hervorgeht, welcher Kulturkreis auffällig ist. Dieselben Statistiken gibt es auch in den Staaten, wo man sieht, dass asiatisch Abstämmige weniger häufig Kriminelle sind. Ja? Dann haben wir noch die Latinos, bla bla bla. Und dasselbe ist ja auch in Deutschland. Ich finde, das ist ein Thema auch der Kulturzugehörigkeit. Was ist europäisch ungefähr? Das hat, glaube ich, auch Helmut Schmidt damals gesagt oder irgendein anderer Politiker. Ja. Dass es bis zu einem gewissen Grad ist es hinnehmbar und dann muss Integration passieren. Und das funktioniert am besten halt eben im selben Kulturkreis. Das sagt nicht ich, das haben ne, Politiker gesagt, ne, Ja, also hochrangige. mit Integration war jetzt auch nicht gemeint, dass, also wie gesagt, es ist ein Geben und Nehmen, aber da muss man halt einfach sagen, ey, du kommst nach Deutschland, dann musst du halt Deutsch lernen, weil Ja, wenn nicht, safe, dann gibt es hier Haken keine dran. Integration. Wenn Fertig, ja. AG Also. auswandern will, die muss auch Sprache sprechen. Ja, das ist halt nicht der Ballermann, wo dann jeder zweite Deutsche spricht, Ich ja. meine, dass es nicht von heute auf morgen funktioniert, ist auch klar. Aber da muss man eine gewisse Zeit setzen, muss man sagen, hier, du hast jetzt Zeit, jetzt machst du erstmal einen Deutschkurs, dann lernst du vielleicht auch ein bisschen was über die Geschichte des Landes, ne, dass man so ein bisschen Muss. Verständnis auch bekommt für die Kultur und guckst, dass du einen Job findest oder man bietet den Jobs an. Also mir würde spontan einiges einfallen, wo man wirklich mal Hand anlegen kann. Und dann gucken wir mal, ob du dann hier bleibst oder halt nicht, ne? Also irgendwo muss es ja auch funktionieren. Da bin ich einfach der Meinung, dass es, wie gesagt, auch gewisse Vorlagen dafür geben muss, um eine Gemeinschaft zu schaffen, in der wir alle friedlich miteinander mit Respekt leben können. Ja, Und vor allem das Thema ich Respekt halt, meine, ne? um Gottes Willen, ne, wir sind mit Sicherheit nicht rechts, aber wenn ich wirklich drüber nachdenke, dass ein Domagoj, ja,
Asyl hatte in Deutschland, obwohl er in Deutschland geboren ist, einen Deutschtest machen musste und einen vierstelligen Betrag, um den deutschen Pass zu erlangen, obwohl er hier geboren ist und heutzutage Leute einfach so den deutschen Pass bekommen, ohne Deutschtest und ohne Geld, dann ist es einfach eine Katastrophe. Sorry, muss man auch ganz klar so sagen. Du rechte Sau. Ist mir egal. Also ganz ehrlich, das geht auch nicht. Das Ja. Geht auch einfach nicht. Ich weiß, was du meinst. Ja, es ist ja, wo ist die Grundlage? Ja, wo ist die Grundlage halt? Du willst ja funktionieren in der Gesellschaft. Guck mal. Leute flüchten aus einem Gebiet, wo es einfach nicht mehr hinnehmbar war. Egal, wie der Krieg entstanden ist. Wollen dann aber die gleichen Gesetze, wie sie, wo sie hergekommen sind. Ja. Das geht Klar, auch nicht. Es gibt extreme Gruppen. Wir haben jetzt unser Rechtsaußen, wir haben die Leute, die ein Kalifat ausrufen, ja, die gerne die Scharia haben möchten. Aber das funktioniert halt eben nicht. Ne? Weil wir haben eine andere Grundordnung, meiner Meinung nach. Ich sage leben und leben lassen, kommt hierher, Ja. lebt, ja, seid ein Teil der Gesellschaft, grenzt euch nicht selber aus. Und das ist der Punkt. Ja, deswegen gibt es ja diese Probleme. Vor allem im Großraum Berlin oder NRW, ja, mit den Parallelgesellschaften. Ich meine, wir hatten hier Glück, sage ich auch mal, weil, okay, bei uns in Speyer war es viel das Thema Spätaussiedler, Deutschlandrussen, ja, die dann auch in den 90er Jahren großflächig gekommen sind. Das war halt so das Ding. Mittlerweile sieht es in Speyer auch anders aus. Da haben sie die Bundeswehrkaserne umfunktioniert zum Flüchtlingslager mit 1700, 1800, glaube ich, Flüchtlingen. Ja, die werden jetzt auch nicht so betreut, sage ich mal. Jetzt hast du hier deine 30 Deutschfragen, jetzt beantworte die mal und integrier dich. Es wird halt am Laufen gelassen, ne? Nein. Die schaffen sich wieder ihre eigenen Probleme, meiner Meinung nach. Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema und egal, ob wir jetzt, sage ich mal, sagen, ne, also ich meine, auch das ist ein Thema, was angesprochen werden muss, dass nicht einfach unbegrenzt, sage ich mal, Leute in ein Land gelassen werden können. Und ne, es ist ja halt das, mit dem die AfD eben immer propagiert. Ne? Also von wegen, ja, die Leute kommen hier rein und die kriegen alles umsonst, die können ihre Zähne machen lassen, die kriegen eine Wohnung, die kriegen Dabei, das Einrichtungen, kriegen stimmt ja dies, auch die nicht. Du kriegen kannst dir das. deine Zähne machen lassen, Natürlich gell? stimmt es jetzt, natürlich stimmt es in der Form nicht. Ich meine, Das es sage stimmt ich. schon, dass die einige Vorteile haben, ne? Aber auch das ist ein Thema, da muss die Politik einfach ans Werk. Da müssen sich einfach Dinge ändern. Es ist einfach so, ne? Aber das sieht man, das ist ein riesengroßes Ding, ne? Wo fangen wir an, auch gesellschaftlich? Ja, wir gucken. Das sind lauter so Themen, die ständig präsent sind. Wir gucken unsere Rentner an, die haben eine Nullrunde, verdienen wieder, bekommen weniger Rente. Oder eine Mama, die ihr Leben lang für ihre 5 Kinder da war, bekommt gar nichts, ja, die wird dann links liegen gelassen. Da hört's ja auch schon, da fängt es ja schon wieder an, aber wo hört es auf? Ne? Integrationspolitik ist gescheitert, meiner Meinung nach. Ja. Die haben sich da nicht drum gekümmert, sage ich einfach mal so, das ist mein Hot Take zu dem Ganzen. Integrationswille muss da sein. Man kann nicht immer nur in die Hand aufhalten und verlangen, dass was kommt. Man muss auch selbst proaktiv was dafür machen und nicht immer nur auf den Staat schimpfen, was ist der eigene Beitrag. Aber man muss halt eben auch sagen, wenn ein Habeck sich von einem Friedrich Merz in einem Interview im TV einfach zerlegen lässt und nichts dazu sagt, das ist halt eben auch kein Wirtschaftsminister, ne? So, ja, ich war. Wir können jetzt politisch-ökonomisch noch drumherum reden, aber das Thema war Rassismus. Ja. Ja, das Aber. muss immer alles in beide Richtungen funktionieren und das Interesse muss auch an beider Seite sein. Ne? Also wie die Agi auch schon gesagt hat, ich meine, ich muss, wenn ich hier rüberkomme, dann muss ich auch bereit sein, die deutsche Kultur zu lernen und Dinge anzunehmen. Genauso wie, sage ich mal, wir als Deutsche, sage ich mal, auch lernen sollten, woher kommt der Mensch, was haben die vielleicht für eine Kultur und überhaupt. Also es muss ein Interesse an beider Seite stattfinden, um einfach tolerant zu sein. Aber ich finde, das ist halt auch das Wichtige, dass man einfach tolerant ist und toleriert, dass Menschen einen Ja, anderen natürlich. Glauben haben, eine andere Ja. Hautfarbe und woanders herkommen. Also was mich generell nervt, ist auch so dieses, also wie die Aki schon gesagt hat, so dieses Schwarz-Weiß-Denken. Man hat wirklich das Gefühl, egal mit wem man spricht,
Es ist immer so dieses Schwarz-Weiß, ne? Also auf der einen Seite, wenn ich mich mit einem Moslem unterhalte, ne? Also es kommt natürlich drauf an, um Gottes Willen, ne? Ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Je nachdem, wie gläubig derjenige ist, dann ist es das Nonplusultra und am besten konvertiert jeder und weiß der Kuckuck was, ja? Wo ich mir sage, ey, ganz ehrlich, ich kann das sagen, weil meine Tante ist Moslem in Die Malaysia wollt und uns pitchen. ja, Die wollt uns pitchen. also die, ne? Aber hey, lass doch mal die Menschen leben, wie die wollen. Lass doch mal den Mensch an das glauben, wo er möchte. Also was soll das denn immer? Wir sind doch hier nicht im Recruiting-Verein für weiß ich nicht, für irgendetwas. Das ist doch krank. Du bist ein Top-Lead. Also ich weiß nicht. Da denke ich mir einfach, lass doch jeden Menschen glauben, wie er glaubt, sein, wie er will. Und hör doch aber auf zu sagen, das ist das Beste, dies ist das Beste, das ist das Beste. Was soll das denn? Ja, deswegen sage ich ja leben und leben lassen. Ne? Das siehst du aber auch, wie indoktriniert die ganzen Leute sind. Also viele, nicht ganz, ne? Nicht über den Kamm scheren, nichts pauschalisieren. Aber die wollt was Gutes tun für ihr Konto. Ne? Ja, aber da, genau das ist es. Bei denen wird nämlich propagiert, wenn du jemanden schaffst, zum Islam zu konvertieren, dann kommst du ins Paradies, dann bist du in Jannah und dir geht's wunderbar. Was ist das für ein, sorry, dass ich jetzt so das sage, aber was ist das für ein Quatsch, ja? Auf der anderen Seite sehe ich jetzt hier in Deutschland die Problematik, dass gar keiner mehr Bock auf die Kirche hat. Jeder tritt aus der Kirche aus. Ich glaub doch nicht, ah, das Scheiß und was weiß ich und ach, der Pfarrer, der fährt einen Mercedes und weiß der Geier, dieses ganze Stammtischgeschwätz, wo ich mir einfach denke, hey, lass doch mal die Kirche im Dorf, lass doch jeden das glauben, was er möchte und akzeptiert es, hörst dir an, warum macht derjenige das, aber fang doch nicht an zu sagen, ja, Gott ist scheiße, ja, jetzt mal so gesagt, also ich finde es nett, ich bin gläubig, wie gesagt, ja, und alles, was mit Glaube zu tun hat, ist nichts, wir gehen jetzt nur noch in Ethikunterricht, aber genauso wenig kann ich doch sagen, jeder muss jetzt ein Kopftuch anziehen, wir konvertieren jetzt alle zum Islam, also was soll das denn? Leben und leben lassen, finde ich wichtig. Das ist die Maxime. Ja. Es ist ein schwieriges Thema, definitiv, die Aki. Ja, ich kann dazu gar nichts mehr sagen, aber ja, es geht halt um Zwischenmenschlichkeit, dass man da einfach wieder mal ein bisschen, Ja, dass wir das genau. vielleicht einfach mal hochhalten und mehr nicht. Aber nimmst du das in Leipzig eigentlich wahr, dass es da so extrem so rechts gegen links oder so irgendwie ist? Naja, also ich meine, keine Ahnung, ich kenne ja nur so meine Bubble. Also ich habe schon manchmal das Gefühl, hier ist schon so ein bisschen so eine. Naja, weiß ich nicht, ob es so ein Generationenkonflikt vielleicht eher ist. Das ist so. Also ich kann ja wirklich nur so von jungen Leuten reden, die so Demos veranstalten, ne? Dann so die linke Bubble hier, dieses Pro-Palästina-Bewegung, wo ich auch ein bisschen kritisch sehe persönlich, ja, also solche Sachen, ne? Und dann sehe ich halt schon die Leute bei mir. Vielleicht eher so auf der Arbeit, die so ein bisschen älteres Semester sind, ne, die dann sehr unzufrieden mit der Regierung sind. Ne. Also so, ja, wie gesagt, eher so dieses Stammtischgespräch. Also ich glaube, in meiner Bubble oder in meinem Bekanntenkreis ist alles dabei. Also da sind auf jeden Fall AfD-Wähler, keine Ahnung, hier Linke, Grüne, also da ist alles vertreten. Ne? Also. Von daher, ja, also bei mir, meine Wahrnehmung ist breit gefächert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich meine, ich persönlich versuche mich da eher so, ja, ein bisschen so rauszuhalten. Also ich meine, ich kenne hier die Karten, weißt du, ich kenne syrische Flüchtlinge, ich kenne solche und solche, ja, mit denen ich mich persönlich unterhalten habe, so. Da gibt es halt auch unterschiedliche, also ich meine, die Menschen, die ich treffe und die ich kenne, sind natürlich auf einer zwischenmenschlichen Basis in dem Sinne immer positiv, ja. Ich habe jetzt keine negativen Erfahrungen in dem Sinne gemacht, ja, dass ich jetzt sagen kann, so, ne? Aber ich kenne auch Leute, keine Ahnung, ich kenne auch Leute aus der Türkei, die auch durchaus kritisch sind und sagen, hier, ne? Es gibt schon bestimmte Gründe, ne? Also die auch so ein bisschen selbstkritisch auf manche Sachen angucken, ne? Oder so. Ist ja schon, ich glaube einfach, sobald Religion zu so einem politischen Diskurs wird, ist es Ja. immer ein bisschen schwierig, ja, wenn die so viel Raum Ja. einnimmt und
Ich meine, die Menschen sehnen sich ja nach Halt, die sehnen sich nach Sicherheit, ja. Ja. Wir haben alle Angst vorm Tod, ja. Also es ist ja irgendwie unser allgegenwärtiges Thema, was wir gar nicht so wahrhaben wollen, ja. Und dann versucht man sich halt mit allen möglichen Dingen dagegen zu wappnen und zu gucken. Und ja, manchmal finde ich es halt traurig, weißt du, so ich denke mir dann so, Mensch, ja, mein Gott, also ich versuche halt schon so grundsätzlich einfach mal jeden so mit seinen persönlichen Bedürfnissen wahrzunehmen. Natürlich merke ich auch kulturelle Unterschiede, ja. Und ich will das alles gar nicht so. Also wie gesagt, ich habe ja selber keine Erfahrung, aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, Frauen und Frauenrechte, ich meine, das ist ja selbst bei uns schon gar nicht mal so einfach. Man sagt zwar immer, wir sind alle gleich behandelt und Frauen und dies und das, aber wenn man da mal genauer hinguckt, so einfach ist es gar nicht immer, ne? Und ne, und wenn man dann auf andere Kulturen guckt, ne, da, das ist natürlich auch ein ganz anderer Hintergrund, ja. Das ist manchmal so, wie wenn man vielleicht so, manche Kulturen sind vielleicht in einer anderen Zeit oder brauchen noch mehr Entwicklungsspielräume oder haben vielleicht, also es ist irgendwie schwierig da zu sagen, ne? Aber ich finde schon, dass man natürlich irgendwo europäische Grenzen für sich irgendwo, also man muss schon irgendwo auf die Grundrechte pochen oder so, ne? Weil Ja. ich meine, die Demokratie kam jetzt auch nicht von heute auf morgen und ich finde es schon ganz schön gefährlich so im Moment, die Zeiten. Also ich glaube, manche Leute sind sich gar nicht so richtig darüber bewusst, was alles hier so auf dem Spiel steht, ja. Ja. Und finde ich so ein bisschen so traurig, ne? Dass ich so manchmal denke, ja, das ist alles so einfach gesagt, ne? Aber es steckt manchmal noch viel mehr dahinter, so, ne? Als nur so das einfache, die einfache, schnelle Erklärung, die möchte halt jeder gerne, weil es einfacher ist, ne? Man will halt schnell irgendwie was zu greifen haben. Aber das Leben empfinde ich nicht so. Also ich empfinde das Leben nicht als leicht erklärbar und einfach greifbar, ne? Also es ist schon auch nicht alles so einfach, ja. Also wie so, ne? Also jeder Mensch hat ja so eine Tiefe und so eine Geschichte, Persönlichkeit. Und manchmal finde ich, ist man da zu schnell zum Verurteilen und das finde ich halt viel so ein bisschen schade, ja. Und das ist halt ein langer Weg und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so hilfreich ist, ne? Weil Ja. keine Ahnung, irgendwo manche Menschen haben halt ein Bedürfnis nach Grenzenauflösung, Geschlechterauflösung, dies, das. Ne? Da gibt es ein Bedürfnis und eine andere Seite hat ein Bedürfnis, alles in Sicherheit und lieber schnell und einfach. Und das spielt sich dann die ganze Zeit gerade so entgegen. So extrem habe ich so das Gefühl. Also, ich finde auch so erschreckend, und zwar, was du vorhin gesagt hast mit diesem, man hat das Gefühl, man darf gar nichts mehr sagen. Man hat so Angst, was Falsches zu sagen. Ich war am Mittwoch, waren wir bei Tobias Becks Rebellion mit der Jo, und ich hatte da, also es ist quasi so, bei dieser Show suchst du dir eine fremde Person, mit der du alle Übungen durchführst zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich hatte ein ganz junges Mädchen, also wenn die vielleicht 18 oder 20 war, war es viel. Und die hat gesagt, also ne, da gab es eine Übung halt, dass man sagt, was einem so richtig ankotzt im Moment. Ne? Und sie hat gesagt, sie weiß gar nicht, was richtig und was falsch ist. Sie hat immer Angst, etwas zu sagen. Also sie hat auf Arbeit oder so immer Angst, irgendwie ihre Meinung zu sagen. Man muss immer so vorsichtig sein und aufpassen, ist es jetzt falsch, ist es jetzt richtig, wird man jetzt gemobbt, wird man nicht gemobbt. Und sie hat gesagt, es ist so, so schwierig. Und das war mir gar nicht so krass bewusst. Also ich habe mir dann gedacht, okay, krass, wie muss es für so einen jungen Mensch sein? Weil ich sage mal so, wir sind ja so, schon gestandene Persönlichkeiten, aber wie ist das? Das war halt ein ziemlich ruhiges Mädchen, ne? Also so ein deutsches ruhiges Mädchen. Dann habe ich mir gedacht, okay, krass, wie ist das für die Jugend von heute, ne? Wie nehmen die das wahr, ja? Und wie trauen die sich wirklich die Stimme zu erheben oder auch nicht oder überhaupt ihre Meinung zu sagen? Also wenn so ein junges Mädel schon das Gefühl hat, sie weiß nicht, was sie sagen soll auf Arbeit. Und das war jetzt wirklich kein Rebell oder so, ne? Also ist es halt schon einfach wirklich krass, wo wir gelandet sind. Und da hat die Agi schon recht. Es gibt Dinge, die hat man sich hart erkämpft. Und das Thema Sicherheit, sage ich mal, in Deutschland, wir nehmen das so als selbstverständlich hin, ne? Dass wir zur Tag- und Nachtzeit auf der Straße laufen und uns sicher fühlen, dass wir nicht
sage ich mal, an den Fenstern Gittern haben. In Malaysia hast du an den Fenstern einfach Gefängnisgitter, weil einfach der Einbruchs, ne, es wird zu schnell eingebrochen. Du hast geschlossene Bereiche, die mit Security überwacht werden, in denen du wohnst, weil die Kriminalität einfach so hoch ist, weil einfach Leute umgebracht werden für Geld oder für einfach Diebstahl, weil die Armut so hoch ist, ne? Und in Deutschland haben wir wirklich ein Privileg, hier so sicher zu leben. Also wirklich, wir können machen und tun, was wir wollen, rein theoretisch, ob Frau, Mann oder sonst was. Und haben hier so ein Sicherheits, ja, wir sind hier in so einem Sicherheitsnetz, was aber ich auch sagen muss, Agi, sehe ich auch als gefährdet in letzter Zeit, ne? Als Frau, muss ich ganz ehrlich sagen, traue ich mich nicht, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einfach hier, sage ich mal, bei uns im Umkreis zu fahren. Also da habe ich schon irgendwo Bedenken und Respekt, ne? Oder ich glaube auch, so durch Mannheim nachts laufen wollte ich jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, man darf dem aber nicht so nachgeben. Also man muss dafür einfach kämpfen. Man darf solchen Ängsten darf man wirklich nicht nachgeben. Ne? Also so wie ich letztens auch irgend so eine, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, wo es darum ging, ob soll man jetzt Angst haben vor so Terroranschlägen, deswegen keine EM oder keine diese Veranstaltung oder jene Veranstaltung besuchen. Nee, du sollst dich davon nicht einschüchtern lassen, weil dann in dem Moment gewinnt wirklich sowas. Du musst Ja. einfach weitermachen, ja. Also ich meine, ich war nie in Israel so, ne? Aber was ich bis jetzt gehört habe von Leuten, die da wirklich waren, die haben dort mit so Terror gelebt, weißt du, die haben trotzdem Spaß gehabt, in Bars gegangen, dies, das, ne? Und da war sowas allgegenwärtig immer, ne? Also jetzt die letzten Jahre. Also es ist schwierig, ne? Wenn man sich einschüchtern lässt, dann gewinnt natürlich auch so ein Scheiß, ja. Ja. Ich Ich denke, weiß es das nicht. hast du gut gesagt, Agi. Die Demokratie oder die Sicherheit ist ja erwachsen. Ja, die wurde erkämpft durch unetliche, unzählige Kriege, die hier auch auf dem europäischen Kontinent entstanden sind. Ja, und das muss man halt eben auch schützen. Ganz einfach. Ja. Deswegen suchen ja auch die Leute hier ihren Schutz oder auch teilweise auch einen wirtschaftlichen Vorteil, um aus dem zu erwachsen, wo sie eigentlich herkommen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber auch die Statistiken sagen ja auch, gerade eben hat der gesagt oder die Jenny, abends rausgeht. Man mag es nicht glauben, das sicherste Land, abends rauszugehen auf die Straße, da Ist will ich jetzt nichts Kroatien. sagen, ist Kroatien. Und das unsicherste, man mag es nicht glauben, mittlerweile ist Frankreich geworden. Ne? Da Boah. hast du die Wahrscheinlichkeit, überfallen, angegangen zu werden, ist sehr, sehr hoch in Frankreich mittlerweile. Das hätte man auch nicht gedacht. Vor allem auch Paris, ja, Jubel, Jubel, ein richtiger Shithole geworden, ja. Ja. Leider Gottes, ja. Und ich finde halt, sich einschüchtern lassen, niemals. Aber man, wie gesagt, man muss was dafür machen, dass es so wird, ne? Dass es wieder sicher wird. Aber ist es nicht auch in London so schlimm geworden? Ja. Es war so eine schöne Stadt, ne? Oder auch Irland, überall hast du so deine Hotspots mittlerweile. Ja, es ist die Entwicklung. Es ist, Naja. man muss auch immer gucken, die ganzen Konflikte, die irgendwo auf der Welt sind, wer hat was davon? Wer verdient, ich sage immer, wer verdient daran? Wer Ja. hat was da, wer hat das, wer hat was davon, wenn du dich jetzt vor Angst zu Hause einsperrst? Und dich deines Lebens nicht mehr erfreust. Das ist alles gelenkt. Machen wir uns nichts vor. Also ich finde einfach so ein bisschen abschließend zu sagen, ich finde, jeder sollte, wie ich es immer sage, Hirn einschalten, Kopf einschalten, einfach ein bisschen drüber nachdenken, Nächstenliebe. reflektieren. Ja, also einfach wirklich. Ja, wir sollten unsere Stimme erheben. Ich glaube, wir sind alle viel zu leise in vielen Dingen. Und bitte aber hinterfragt Dinge auch einfach kritisch und folgt nicht einfach irgendeinem vermeintlich einfachen Punkt, wie jetzt zum Beispiel, ich will jetzt die AfD, weil die sagen jetzt gerade am meisten, was ich will, sondern wirklich hinterfragt ein bisschen, was hier generell abgeht, ja, weil ich will nur noch mal als Beispiel nennen, was so für mich persönlich auch so schockierend ist, ist, wir haben wirklich seit den vergangenen Jahren massive Probleme in Deutschland zu allen möglichen Themen. Sei es wirklich zur Wirtschaft, sei es zu dieser ganzen Flüchtlingskrise, egal zu was, wir haben richtig schlimme Probleme und es wird auch nicht einfacher. Und dann passieren so Dinge wie,
dass zum Beispiel jetzt, sage ich mal, Hasch legalisiert wird, ja. Es kann jeder kann davon von diesem Thema halten, was er will, und kiffen oder nicht kiffen ist mir total egal, ja. Aber für mich ist es ein Betäuben der Gesellschaft, ja. Also tun wir die noch ein bisschen mehr berauschen, die Gesellschaft, dass sie die Goschen hält und einfach nicht so wirklich hinterfragt und sich nicht so wirklich rebelliert. Und das sind so Themen, wo ich wirklich kritisch sehe, wo, was die AG hat es vorhin auch so ein bisschen angedeutet, sie sieht auch manche Dinge kritisch, die passieren, ne? Also so, man kann das vielleicht auch alles so ein bisschen verschwörungstheoretikertechnisch sehen. Sehe ich nicht so, sondern ich sehe einfach, bitte, wenn ihr Dinge seht, auch wenn ihr Nachrichten hört oder sonst was, hinterfragt Dinge kritisch und glaubt nicht der ersten Nachricht oder dem ersten, was verbreitet wird, sondern hinterfragt die Themen, schaut die euch genauer an und macht euch dann eine Meinung und erhebt die Stimme und seid nicht so doof und folgt der breiten Masse und lasst euch da betäuben, was diverse Themen einfach angeht. Ja, das ist mein Appell. Ja, Hirn einschalten. Das ist wie im alten Rom. Gebt ihnen Spiele, ja, dass ihr sie wieder peitschen könnt. Ja, also nichts anderes ist das. Meiner Meinung nach, gekifft wurde schon immer, ob du es jetzt im legalen Darfst oder Rahmen, nicht? ob du es jetzt im legalen Rahmen machst, ob du jetzt einen Verein gründest, ja, mit deinen besten Freunden und dir dann so und so viel Gras anbaust im Monat. Ja, im Endeffekt. Aber zum Thema Drogen, Alkohol, dies, das, habe ich eh einen anderen Hot Take nochmal, was sehr, sehr unpopuläres. Auch zu dieser ganzen Feiergesellschaft sich so zu verblenden und so zu benebeln, dass man sich selbst vergisst, ist ein anderes Thema, können wir gerne nochmal einen separaten Podcast machen, wo sich die Leute benebeln. Ganz kurz, benebeln. Was ich hier in der Gegend sehr, sehr krass gespürt habe, ist, wie viele rechte Arschlöcher auf so einem Weinfest unterwegs sind. Das hatte ich in Speyer nicht so. In den 90er Jahren hast du gerne mal die Lonsdale und sowas gesehen, die Brüder da mit ihren Bomberjacken und Springerstiefeln. Aber hier hast du viel, viel, viel Scheiße herumlaufen. Ne? Also so viel dazu. Passt auf den Weinfesten. Keine Angst. Ja, aber mittlerweile hast du auch viel, sage ich mal, andere Partygesellschaft auf Weinfesten. Also das ist auch so ein Thema, sehe ich super kritisch. Ich war auf meinem ersten Weinfest mit 14, glaube ich, oder 15. Und es war auch überhaupt kein Problem, in dem Ort, wo man groß geworden ist, hier bis abends um 24 Uhr oder 1 Uhr draußen zu sein. An eigener Erfahrung vor Jahren schon haben wir es ja erlebt, ne, dass hier wirklich die Leute richtig krass verprügelt werden. Also du hast gar nicht mehr die Chance, hier alleine irgendwo hinzugehen. Du musst in der Gruppe sein, weil einfach diese Aggressionspotenzial ist so hoch, dass Leute dumm angepöbelt werden und dass Leute wirklich auf Weinfeste gehen, einfach nur um Leute zu vermöbeln. Und jetzt egal, jetzt mal davon abgesehen, rechts hin oder her, also auch viele Gruppierungen, andere Party-People, ne, wo sich hier breit machen, und das ist auch nicht schön. Also das finde ich eine Katastrophe zum Beispiel auch. Aber wir brauchen einen positiven Abschluss. Ich will das hier positiv abschließen. Ja, die Agi macht jetzt, die Agi haut jetzt hier einen raus aus Labs. Komm mal, mach mal was jetzt wirklich so, die Spiel so, sie so Tassenwärme aufwärmt von innen. Naja, nee, also ich meine, ja, nehmt euch wahr, redet miteinander. Das sind jetzt so meine Worte. Also was soll ich dazu sagen? Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich, ja, wie gesagt... Ja, Hauptsache, wir bleiben in Kontakt und im Gespräch. Ja, also denkt drüber nach, toleriert eure Mitmenschen, redet miteinander, wie die Agi gesagt hat, und wie gesagt, hinterfragt Dinge und Themen kritisch. Nehmt nicht immer die Dinge gleich so juhu oder so abwertend hin, sondern hinterfragt einfach und schaltet Hirn ein. Das ist immer mein Lieblingsspruch. Bleibt mir gesund, bleibt mir stabil. Liken, kommentieren, abonnieren. Falls ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, lasst es uns wissen. Ansonsten euch allen noch eine schöne Woche. Agi, danke für deine Zeit, dass du dich hier dazu bereit erklärt hast, ein bisschen aus deinem Leben zum Besten zu geben. Ansonsten bis Donnerstag. Donnerstag kommt die nächste Episode mit der Jessie. Und ansonsten bis dahin, ciao. Ciao. Ciao.